Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute fahren wir. Oh ja, ein Vogel! Die hat gerade einen Vogel hier unter dem Fenster entdeckt. Heute fahren wir shoppen mit meiner schwangeren Schwester Marlies. Genau. Ich habe einfach gestern so Lust gehabt, irgendwie dieses Weihnachts-Shopping-Feeling. Ich hatte so Lust und deswegen, ja, wollte ich jetzt unbedingt shoppen gehen. Und außerdem braucht meine Schwester aber auch noch ein Geschenk. Und das wollen wir dann auch noch heute besorgen. Und genau. Wir haben schon gefrühstückt und alles. Und jetzt wollen wir los. Wir haben es. Spät haben wir es. 9:30. Genau, zwischen 9 und 10 wollten wir los. Also passt das perfekt. Genau. Ja, mein Schatz. Genau, ich werde schnell noch die Wickelsachen packen und dann geht's auch schon los. So, ich habe hier jetzt noch Wäsche aufgehängt. Und genau. Das kann jetzt hier schön trocknen. Was ist denn los, meine Nase? Was denn? Zeig mal. Das willst du? Oh, aber das ist doch das Geschenk für Oma. Das ist doch das Geschenk für Oma. So, ich muss jetzt noch Windeln einpacken. Kleine braucht noch Windeln. Hier habe ich schon mal eine Überhose. Und deswegen muss ich jetzt einfach kurz hoch. Schnell. Windeln und Lia spielt. Ich hoffe, sie lässt das Geschenk heile. Das ist für Oma. So. Oh, hier ist noch Licht an. Ankleidezimmer. Das muss ja nicht sein, ne? Lia, Mama ist hier oben. Die steht unten da. Mama? Mama? So, hier haben wir eine Dings, eine Einlage. Hier nehme ich auch noch einen Wäscheständer, weil wir so viel Wäsche haben mit den Stoffwindeln und so. Hier haben wir auch noch was und hier und hier. Das sollte dann eigentlich reichen. Tada, haben wir alles. Ja, mein Hase. Hört ihr das? Voll niedlich, ne? Nehmen wir auch so ein Trinken mit. Achso, meine Hose um sich. Lia! So. Das habe ich hier vollgepackt. Ja, hallo, mein Schatz. Na, mach mal Hände voll. Lässt du Mama einmal vorbei? Ja, lass Mama einmal vorbei. Danke. So. Aber ich muss alles reinschmeißen. So. Und dann ziehe ich mir aber eben meine Jeans an. Und dann werde ich schon alles in unseren Rucksack schmeißen. Und dann geht's los. Felix wartet nämlich schon im Auto. Der ist nämlich schon fertig, der hat gerade noch Müll runtergebracht. Jetzt wartet er. So, Jeans ist an. Jetzt können wir loslegen. Lea will die ganze Zeit das Geschenk von Oma auspacken. Hase, das geht doch Oma, mein Schatz. Das kannst du Oma morgen geben, okay? So, meine Lieben, wir sind im Baumarkt. Erster Stock. Und Felix schaut gerade. Soll ich aus dem Weg gehen? Felix hat auch schon alles gefunden, was er braucht. Aber jetzt schaut er gerade noch. Und meine Schwestern sind gerade noch hinten und schauen auch noch. Kommst du Papa wieder? Bist du Papa? Da ist es immer mit Silikon eingelegt. Ach so. So wie bei meinen Eltern, weißt du? Felix hat übrigens so Unterputzdosen und so mitgenommen. Und meine Schwester hat einen Kaktus mitgenommen. Hast du einen Bär? Lia, was ist das? Lia? Lia? Was ist das? Ein Bär, ne? Ein Bär, genau. Schatz, ich finde die echt süß. Ich mag das Ungekrempelte nicht so. Aber sonst ist die süß. Liebe ich liebe das auch an den Jungs. Mit so einer richtig coolen Jeans. Das ist so ja, süß, ey. Oh ja, die ist auch cool. Oh mein Gott, ist das niedlich. Guck mal, Marlies. Ja, warten mal ab, doch. Guck mal, wie süß. Die wachsen so schnell, die Mäuse, ey. Die ist ja Lia. Jetzt brauche ich schon wieder 92,98. Die hier ist aber auch cool, ey.
Ich brauche unbedingt einen Jungen, ey. Oh, der ist auch mega. Da gibt es auch die passende Mütze zu, oder? Da vorne? Ja. Die hat sie sogar, genau, die habe ich ihr schon geschenkt. Die Mütze hat sie schon. Oh, das ist auch eine, oh, die Hose ist auch schön. Da ist auch noch eine mit anders. Die ist auch süß hier, ne? Die hat Lia ja in weiß. Sowas hat. Oh mein Gott, ja, ich auch sowas anziehen, der geht. Oh mein Gott. Nee, gelb mag ich nicht so. Aber das hier, guck mal, wie süß das hier ist. Ja, das hat gar nicht Bibi. Richtig süß. Oh, mega. Mickey Mäuse. Jetzt mal hier gucken bei den Mädels-Bodies. Ich habe die Mädels-Bodies gar nicht gesehen, sondern nur die Jungs-Bodies. Total doof. Jetzt müssen wir hier nochmal durchschauen. Oh mein Gott, Leute, ey. 74. Schaut euch das an. Oh, und dieser Body hier. Oh mein Gott, das ist so niedlich, ey. Zucker. Und das ist auch so hübsch, ne? Kann man das aufmachen? Das ist so hübsch, ey. Guck mal, da kommt eine Lia. Haben sie sogar extra mit den Ampeln und so gemacht. Das ist so richtig, so die anhalten. Und so, weißt du? Mhm. Guck mal. Rossmann und warten noch. Wir haben noch Geschenkband gekauft. Hier, komm mal her. Eins, meine Schwester ist auch schon da. Zwei, und jetzt geht was essen. Oder? Ich hab Hunger. Wir haben alle Hunger. Wir haben hier übrigens eine volle Tüte. Felix war auch ganz fleißig bei Jack and Jones. Und Lia hat auch noch so einen Luftballon hier bekommen. Genau, und jetzt sind wir fertig. Jetzt geht das Essen. Hier habe ich noch zwei Rosen gekauft. So, das sind unsere Fahrstuhlen. Jetzt ab zum Auto. Wieder zu Hause angekommen, wollte ich euch natürlich noch zeigen, was wir gekauft haben. Genau, für Lia ist es nur ganz bisschen geworden, für mich ist es gar nichts geworden. Wir haben für meine Mutter noch ein bisschen Blumen gekauft, das habe ich euch ja im Video gezeigt. Und meine Schwester hat noch ein Geschenk gekauft und sonst ja, waren wir alle sehr erfolglos. Aber ich habe das bekommen, was ich haben wollte und das ist natürlich dann auch das Wichtigste. Das hier ist also Lias Stapel. Sie brauchte unbedingt Socken und Strumpfhosen in der nächsten Größe. Und zwar hat sie jetzt schon in Socken und Strumpfhosen 98,104. Seht ihr das? Genau, also 98,104. Und da gab es leider gar keine Strumpfhosen, außer diese hier in ganz dünn. Eigentlich wollte ich sie sehr gerne eine dicke Strumpfhose. Aber gab es, wie gesagt, nicht in ihrer Größe. Hier einmal so eine etwas dünnere, eine ganz normale, genau, dann einmal ein paar Socken, auch so dünne, die hat sie jetzt auch schon, ich liebe die Socken, es sind so drei Farben, einmal so weiß, das ist sehr unpassend für Kinder, also Lias Socken sind immer schwarz und dann einmal so grau und einmal rosa, wie gesagt, die hat sie jetzt auch schon in der jetzigen Größe und ich liebe die Sachen von Antics Family. Also Socken und Strumpfhosen finde ich einfach von Antics Family am besten. Und da holen wir auch eigentlich das meiste. Dann habe ich hier noch so ein dickes Set hier mitgenommen. Achso, die Preise seht ihr übrigens hier oben immer. Ne? Also die haben 3 Euro, die hat auch 3 Euro und die hat 5 Euro hier, weil das halt dicke Socken sind und sogar anti-rutsch. Das ist auch immer ganz praktisch bei Lia. Genau. Und die sind so süß, weil die haben hier oben so Köpfe dran. Und das fand ich so niedlich. Auch einmal in rosa, einmal in grau gepunktet, einmal in grau gestreift. Halt ein bisschen dicker jetzt. Genau, das sind also die Sachen. Dann habe ich auch noch bei Antics Family mitgenommen dieses T-Shirt hier. Lia liebt Peppa Pig und das wollte sie unbedingt an der Kasse haben. Das war in so einem Sale-Bereich. Und genau, das war runtergesetzt von 8 Euro auf 3,50 Euro in 104. Ja, für nächsten Sommer dachte ich, passt das dann bestimmt. Und dann war das Kind glücklich und ich finde das eigentlich auch ganz süß. Dann habe ich auch im Sale-Bereich noch gesehen, die kleine Spielkette von ihrer Küche, nicht wundern. Hier so ein Shirt und sie brauchte unbedingt so einfarbige Shirts. Hier das Happy stört mich jetzt absolut nicht, aber sie hat so viele handgenähte Hosen und genau, deswegen brauchte sie mal irgendwie was Einfarbiges. Und das ist in 98, also für jetzt, in, von 6 Euro auf 4 Euro. Und wie gesagt, weiß. Hier steht Happy drauf und hinten ist der Popo hier so ein bisschen länger geschnitten. Und dann habe ich bei H&M noch ganz viele Bodies mitgenommen. Die brauchte sie jetzt auch in der jetzigen Größe. Also einmal hier die Elefanten. Dann einmal in Grau gerippt, auch richtig schön. Dann einmal mit den
Kirschen hier drauf. Auch richtig schön. Alle, wie gesagt, in 92. Und da gab es ja hier dieses 3 für 2. Genau. Und bei dem Kirschfarbenen war noch so ein dunkelroter dabei. Und dann habe ich noch mitgenommen diese einfarbigen hier. Einmal gerippt in weiß und einmal gerippt in beige. Das ist immer ganz praktisch bei ihren, wie gesagt, sehr bunten Hosen, wenn man da was Einfarbiges, Klassisches hat. Und es gab leider nichts für Mädchen, außer diese hier in ihrer Größe. Und deswegen habe ich hier bei den Jungs zugegriffen. Aber das ist ja auch ziemlich schlicht. Das passt ja ganz gut. Genau, das war also Lias Ausbeute. Ja, das war also Lias Ausbeute, beziehungsweise unsere Ausbeute und unser Shopping-Tag. Ich durfte mir tatsächlich auf Instagram einiges anhören, dass ich denn unterwegs war in der Corona-Zeit. Aber ja, stehe ich drüber, ist mir egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!